und Klaus. Das i-Tüpfelchen. Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen, Louis. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Sehr. Heute habe ich nichts besonders zu sagen. Ich würde gern sofort anfangen mit der Probe. Also wir stimmen die Instrumente, also die Geige, die Geige. Wo, Daniela? Wo ist Daniela? Daniela? Daniela! Oh nein, Daniela ist verschwunden! Oh nein! Was sollen wir denn machen? Ein Konzert ohne Geige, das ist wie ein Topf ohne Deckel, wie ein Kino ohne Popcorn! Was sollen wir nun machen, wenn ihr immer verschwindet? Nein, 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 nein! Jemand klingelt. Ich bin gleich wieder da, aber bitte findet euch wieder. Oh, Klaus, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Oh, morgen. Kommst du? Wir wollten doch spazieren gehen. Nein, 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 nein. Mir ist schon wieder eine Musikerin verschwunden. Ach was. Ja, die Geige. Louis, ich habe eine Idee. Was? Du hast eine Idee? Komm mal mit. Warte, ich nehme meine Sachen. Also ein Orchester ohne Geige, verstehst du? Das kann nicht passieren. Wo gehen wir hin schon? Hab ich vergessen? Ins Eiscafé. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Was darf es heute sein? Ich nehme einmal 2 Kugeln Haselnuss und mit Sahne und mit Schokosauce. Habt ihr Käse? Speck? Also, vielleicht... Das ist Erdbeeren, Stracciatella, Haselnuss, Aprikosen, Birne, Ananas, Pistazien und Vanille und Schokolade, bitte. Und mit Sahne, bitte. Und mit Schokosauce. Und mit Perlen. Und mit den Streuseln. Lecker, 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 lecker. Das war eine gute Idee, hierher zu kommen. Oh. Wie schmeckt deins nun? Das ist köstlich, Klaus. Ja. Wow. Oh. Oh. Da. Guck mal da. Oh. Daniela, was machst du da? Ich wollte Eis essen. Eis? Das war so heiß. Na sowas. Mit Daniela, wir müssen proben. Oh, aber wollt ihr nicht auch Eis essen? Na ja, schon. Doch, aber es ist keine Zeit, um Eis zu essen. Daniela, du musst wieder zu Hause. Wir müssen proben. Ja, genau. Aber die Streusel. Klaus, zum Glück haben wir sie gefunden. Ja, zum Glück. Komm gleich. Ich muss noch schnell aufessen. Ein Glück, dass wir diese Musiker wieder gefunden haben. Also wirklich, ein Freund wie du bist, ist absolut hochwertig. Klaus, ich liebe dich. Du bist der Beste. Und dieses Eis war so lecker. Willkommen zurück, Daniela, im Flügelsalon. Was hast du da? Ach, weißt du, Klaus, ich habe meine Geige hier. Schau mal, sie hat auch ein Gesicht.
Das ist mein Freund. Ein Gesicht? Eine Geige ist ein Instrument. Aus Holz. Ich kann damit Musik spielen. Und was ist das für ein Stock? Der hier? Das ist der Geigenbogen. Da hat sich jemand was ganz Tolles einfallen lassen. Das ist nicht nur ein Stock, sondern da sind sogar noch Pferdehaare dran. Und damit kann ich die Töne auf der Geige herausstreicheln. Oh. Und kannst du mit dem Bogen auch alle Saiten streicheln? Darf ich alle Töne auf einmal spielen? Und weißt du, Klaus, dass eine Geige ein sehr gutes Instrument ist, um Vogelgesang nachzumachen? Ach, mein Lieblingsvogel ist der Kuckuck. Den Kuckuck habe ich ja auch dabei. Hör mal. Und Daniela, kannst du uns auch ein richtiges Stück spielen? Ja, gerne. Das ist was Tänzerisches. Ganz schön spät, Junge, Junge. Jetzt muss ich aber ins Bett. Morgen früh muss ich der Erste im Baumarkt sein. Oh, na ja, na gut. Also dann, Schlaf gut, Alter. Gute Nacht. Gute Nacht. Et bonsoir, bonne nuit. Oh, das war ein langer Tag. Aber morgen wird's richtig geprobt. Gute Nacht, Bonne Nuit. Gute Nacht, Louis. Tschüss, morgen sind bestimmt alle da. Gute Nacht, dann Louis. Haben wir eine super... Schlaf gut. Alles schön.